Hallo, wir sind's ganz kurz. Ja, wir wollen euch nämlich ganz kurz zeigen, wie wir unsere Paola in die Trockenphase bekommen. Dafür nehmen wir uns ein gutes Stückchen vom Livitomatre raus. Das sind in meinem Fall jetzt grob 100 Gramm. Mischen das mit ein bisschen Wasser und arbeiten das mit dem Spachtel oder eurer Teilkarte oder dem guten alten Melaninbrettchen auf der Arbeitsfläche ineinander. Also wir machen die praktisch ein bisschen weicher, ein bisschen flüssiger möchte ich fast nicht sagen, weil sie soll cremiger werden und vor allem streichfähig. Und hier mit meinem neuen Spachtel, den Hagen mir aus dem Baumarkt mitgebracht hat, weil ich ja immer so quengel wegen meiner Plastikteilkarte, streichen wir Paola jetzt entweder auf dem Backpapier oder auf eurer sauberen Arbeitsfläche oder eben in meinem Fall hier auf der schicken Marmorplatte aus und lassen die über Nacht trocknen. Am nächsten Morgen sieht das dann so aus und dann kannst du da hier so, ach, das ist so oddly satisfying, kannst du das so in so Placken, kannst du das so runterschaben. Und ihr seht, dass die an manchen Stellen noch, vor allem im mittleren Bereich, etwas dunkler ist als an den Außenkanten. Das ist jetzt in unserem Fall nicht so schlimm. Wir lassen die gleich noch weiter und fertig trocknen. Aber ich bringe sie jetzt hier schon mal ein bisschen in Spanform, breche die Struktur auf und zerkleinere dann auch größere Stücke im nächsten Schritt. Achtung, erstmal hier noch so putzen. So. Und wenn alle Krümelchen mit eingearbeitet sind, die dazugehören, dann mache ich die ein bisschen kleiner und dann kommt die in eine saubere Schüssel. Die stelle ich mir hier hin. So, zack, kommt es da rein. Und dann breite ich die halt so aus, dass sie gut an der Luft bei Raumtemperatur trocknen kann. Das dauert, also ohne dass ihr da noch irgendwas machen müsst, jetzt in unserem Fall 2-3 Stunden. Und dann ist das auch schon fertig. Das ist jetzt einmal gezeigt, bitte, das ist viel zu flexibel noch. Das bedeutet, sie ist noch wirklich restfeucht. Und wenn sie trocken ist, dann soll sie rasseln. Und wenn ihr sie zerbrecht, dann soll sie richtig so ein Geräusch machen, also wie Knäckebrot im Prinzip. Und schaut, da habt ihr jetzt Paola in ihrer ganzen Pracht einmal getrocknet, einmal fertig fermentiert, aus dem Kühlschrank kurz rausgeholt zum Zeigen. Na Paola, nu guck auch fröhlich. So, ist sie nicht süß? Und da haben wir Paola getrocknet, die fülle ich mir dann in ein luftdichtes Glas ab. Und so ist sie dann mindestens 6 Monate haltbar. Sie wird reaktiviert mit ein bisschen Wasser, ein bisschen Honig, ähnlich wie Trockenhefe. Dann warte ich mal, ob es Bläschen schlägt und sobald das passiert ist, kann man loslegen.